Und die könnte ich theoretisch entweder zu solchem Fleisch verarbeiten oder kochen. Naja, wenn ich sie koche, bringt das dasselbe wie wenn ich Kebab mache. Also koche ich sie einfach nur. Weil ich glaube, gekocht kann ich sie noch weiter verarbeiten. So, gucke ich mal kurz. Genau, Sandwich. Könnte ich aus Brot und Käse mit Sandwich machen. Eine Lasagne, einen Taco. Für Taco bräuchte ich noch Tomate, dann könnte ich mit Tacos machen. Pizza bräuchte ein bisschen mehr und einen Cheeseburger auch sowieso. Ja. Also erstmal nein. Gut, das Fleisch hebe ich dann auch, auch wenn es komisch klingt, in meiner Kiste hier auf. Tue ich mal das Essen ein bisschen hier sortieren. Crafting-Material hier oben. Die Hälfte der Loks sollte ich mitnehmen. So. Das ist Kebab. Essen sollte ich mal hier unten. Achso, das wollte ich ja gleich nachher ausprobieren. Die brauche ich auch. Bottle of Water brauche ich erstmal nicht. Steine brauche ich. Sticks brauche ich. Saplings brauche ich erstmal keine mehr. Das ist Essen, kann hier rein. Das ist Notfallessen. Karotten können auch erstmal. Ah, Karotten kann ich kochen. Wolle brauche ich erstmal keine. Rohe Happen brauche ich nicht. Daraus mache ich Fackeln. Noch mehr Essen. Gras brauche ich auch gerade keins im Inventar. Ja, ich sortiere gerade ein bisschen aus, wie man merken kann. Okay, Patch of Fuel und Stone Blocks. So machen wir das mal ein bisschen geordnet. Ne, halt so rum geordnet. Sticks. So. Gut. Äpfel. Nein. Ja, genau, ich wollte mir ja Medium Armor machen. Jacket fehlt mir noch eins. Boots. Aber erstmal will ich den Belt. Der erhöht nämlich meine Dex. So. Einen Belt. Splautwurst. Die geben auch noch mal Dex. Und 6 Armor. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, erstmal habe ich wieder 5 Punkte für Vitalität. Und da ist mein Range Damage. Gut. Skill Tree, also einen Punkt zu vergeben, den werde ich mal weiter in Health oder in, ja doch, in Lebenspunkte geben. So. Und dann. Ah ja, wollte ich in meinen. Nicht in meinen Charakter. Doch, hier ist ja die Anzeige. Also Crafting, beziehungsweise hier Crafting. Erstmal den Gürtel anlegen, der kommt hier hin. Und ich glaube, das sind dann Schulterstücke, die ich da machen kann. Fewer Sproutlers. So. 10 Rüstung. 10 DPS. Ja. Convert 100 Copper Coins to a Copper Ingot. Okay. Gut. Damit sind wir schon mal etwas besser ausgerüstet. Können Steak Meal. Vegetable Soup. Cooked Carrots. Noch ein paar herstellen. So. Und aus dem Rest würde ich gerne erstmal Karottensamen machen. Carrot Seeds. Obwohl das viel zu viel sind. 10 Karottensamen reichen erstmal. Ich muss ja noch ein paar nachpflanzen. Nein, auf den Boden legen wollte ich die eigentlich nicht. So. Die restlichen Karotten können dann verkocht werden. So, ich sagte, die restlichen Karotten können verkocht werden. Jetzt muss ich selber wieder gucken oder was? Na doch, da sind sie ja, gekochte Karotten. So, gleich mal ein paar einverleiben.
So, und die restlichen... Ups. Schießen ist nicht so toll. Die restlichen Karottensamen hier absetzen. So. Gut. Weiter Pinien umholzen. Für eine Ersatzarmbrust nämlich. Wäre das auch keine schlechte Idee. Meine paar Pine Trees, die ich hier nämlich gebaut habe, sind nämlich, glaube ich, jetzt mittlerweile groß genug. Genau, für Pristine Pine Logs. Hoffentlich habe ich mit besserem... Oh, du bist sogar noch ein Setzling. Okay, die holt sich mal nicht weg. Genau, Pristine Pine Logs. Hoffentlich habe ich mit besserem Werkzeug dann auch eine bessere Chance auf solche Pine Logs. Bis jetzt habe ich nur zwei. So, einfach mal hier wieder pflanzen. Gut. Und ja, Essen geht mir so schnell nicht aus. Ich habe ja genug Äpfel dabei. Krieg auch genug Äpfel. Gut. Puh. Ja, ich würde mal sagen, ich leuchte mal das Gebiet zu meiner Mine etwas aus. Und irgendwas hat mich entdeckt. So, stirb. Magical Essence und eine Haut. Okay, die droppen Haut. Und ich brauche mehr Torches. Torch, Torch, Torch. Okay, ich habe nicht genug Sticks. Ist aber auch kein Problem. Sticks. Wupp, 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 wupp. Und jetzt wieder zu All. Torch. So. Jetzt habe ich wieder Torches. Gut, das heißt, ich kann den Weg zu meiner Höhle mal ausleuchten. So. Und ich wollte ja noch was probieren. Fällt mir gerade so auf. Probieren wir es einfach mal an dem Wassergraben hier. Dort. Genau, ich kann da einfach das Wasser hier mit Dirt zukleistern. Und wie kriege ich da wieder Wasser hin? Brauche ich dazu... Gib mir mal... Water. So. Jetzt habe ich ja hier alles zu Dirt gemacht. Nein, da kann ich nur eine Bottle of Water hinlegen. Okay, wenn ich mit einer Steinschaufel den Grund hier bearbeite, geht nicht. Okay, aber so habe ich jedenfalls das Wasserloch gefüllt. Es ist die Frage, wie kann ich wieder es wieder ausheben? Entweder brauche ich mehr Wasser dazu und ich kriege jede Menge Äpfel. Brauche ich entweder mehr Wasser oder ich muss das irgendwie anders machen, oder es geht noch gar nicht. Das könnte natürlich auch sein. So, ich krieg Korn, ich krieg alles. So, dann halten wir mal einen Powernap und dann geht es wieder runter in die Mine. Obwohl ich eigentlich noch kleine Tiere für Fell jagen sollte. Aber das hat noch Zeit. Na, nicht Ground Placement Mode, sondern einfach runter. So. Jetzt will ich mal kurz die bessere Spitzhacke ausprobieren.
Ja, gar nicht mal so schlecht. Sie scheint auf jeden Fall etwas schneller zu sein als die alte. Und viel mehr Durability zu haben. Gut. Hauen wir uns einfach mal irgendwo hindurch, in der Hoffnung, dass wir noch mal Kupfer finden. Wenn nicht, dann gehen wir wirklich weiter leers plündern. So wie die da oben zum Beispiel, die Skelette hier. Wow, das wollte ich nicht. So, so wollte ich das. Genau, der gibt nämlich Kupfer. Sehr schön. Sandblöcke, noch mehr Sandblöcke. Schade, das war's hier drin schon. So, weiter hier durch. Aber ja, ich denke mal, wir müssen, wenn wir Kupfer wollen, wieder auf die untere Ebene gehen. Aber hier sieht bis jetzt schlecht aus mit Kupfer. Und ich habe noch nicht genug Kupfer für zum Einschmelzen in den Kupferingot. Tja. Buddeln wir uns nochmal in die Richtung hier. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Oh, wir können sogar so ein bisschen cheaten und gucken, was hier wo ist. Aber das sieht leider alles schlecht aus. Und oh, ich kann sie sogar doch an die Wände pappen, die Kerzen. Jedenfalls an die Wände. Die Fackeln. Naja, gut. Ich würde mal sagen, ich guck mal kurz in mein Inventory, wie das so aussieht mit Durability und so. Wechsle dann mal wieder auf meine Stone Pick. Skillmäßig Night Vision. Buying and Selling Prices. Ja. Das hier sind also halt die Abenteuer-Skills. Magic Find. Fortune. Ja, das könnten wir gut gebrauchen. Und dann natürlich dann Fernkampf. Marksman. Das sind Passiv-Skills und das sind Aktiv-Skills. Okay. Mana haben wir ja noch nicht so viel. Mana steigern wir dann wahrscheinlich durch das hier. Ne, das erhöht nur die Mana-Regeneration. Okay, wahrscheinlich steigt Mana gar nicht. Gut. Ich denke mal, das sollte als kleinen Einblick genügen in das Spiel. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder in mein Basislager zurückkehren. So, wenn es geladen hat. Da werden übrigens noch ein paar Tomaten. Aber ja. Ich lade jetzt dann mal diese Videos als Let's Test hoch und dann will ich eure Meinung hören. Und vielleicht mache ich dann ein Let's Play daraus. So. Aber bis dahin verabschiede ich mich erstmal.